Ja, Leute, da wären wir wieder zu einer neuen Folge von Minecraft Void. Heute die 19. tatsächlich schon. Und ja, ich glaube, die Sounds gehen wieder. Ja, doch, die funktionieren wieder. Nice, okay. Ja, die haben nämlich in letzter Zeit immer nicht mehr funktioniert und ich weiß nicht warum, das war ein bisschen doof. Jedenfalls, ja, heute gibt's mal nur eine kurze Folge. Das Ding ist, dass ich jetzt mehr oder weniger gezwungen bin, diese Folge aufzunehmen, ja, damit ich noch auf 20 Folgen komme. Denn das ist mein Ziel, dass ich hier wirklich noch die Folgenzahl erreiche. Und ja, da muss ich jetzt mehr oder weniger die Folge aufnehmen, weil ich sonst keine Zeit mehr habe vor dem Finale. Denn Rietze will jetzt unbedingt das noch durchdrücken, dass Void zu Ende geht, ja. Da wird es jetzt quasi morgen das Finale geben. Und ja, danach startet direkt irgendwie die nächste Staffel. Das geht mir jetzt irgendwie alles zu sehr Schlag auf Schlag, muss ich sagen. Und ich weiß nicht, in letzter Zeit habe ich eigentlich immer seltener Void aufgenommen, damit ich eben auch zwischen den Folgen immer mal was schaffe, ja. Habe ich eigentlich auch immer, außer jetzt eben, ja, da habe ich nicht so viel geschafft, was ich ein bisschen schade finde. Ich habe hier hinten, glaube ich, noch ein bisschen was gemacht, aber auch nicht viel. Ich habe eigentlich nur irgendwie hier was aufgefüllt oder so und hier nochmal geguckt, wie das geht, aber irgendwie das nicht richtig rausgefunden. Ich kann nochmal gucken, ob es mit Wasser geht, zum Beispiel. Ja, guck ich mal nach einem Eimer, ob man da irgendwas auffüllen kann oder wie das funktioniert. Da muss man irgendwelche Pipes wahrscheinlich machen, wovon ich keine Ahnung habe. Ah, ich kann nochmal die Cubes hier öffnen, das geht. Da habe ich im Stream, glaube ich, einen geöffnet aus Versehen oder irgendwie anders. Ja, immerhin habe ich da noch ein bisschen was. Und ja, was hole ich mir jetzt? Ein Eimer wollte ich eigentlich, aber ja, ich probiere das gleich. Ich muss mal irgendwo die Lava gleich loswerden. Ich denke mal, ich setze die einfach hier irgendwo hinten hin. Ja, dann kann sie da runterlaufen und für Lecks sorgen, aber das ist mir gerade mal egal. Denn ich hole mir hier erstmal Wasser. Komm, da unten aus dem Brunnen, ne, der gute. Bester Brunnen hier im Projekt, ja. Jedenfalls gucke ich dann nochmal hier rein, ob das geht. Tatsächlich. Nee, das geht natürlich nicht. Wäre halt auch irgendwie echt zu einfach gewesen, ja. Keine Ahnung, ey. Sowas funktioniert irgendwie nie in solchen Sachen, ne? Ich weiß nicht warum, aber die wollen es einem immer schwer machen. So, ich mach mal hier noch den Strom hin, damit hier das Wasser das vorfließen kann. Vielleicht kann ich ja die Farm noch fertig machen, ne? Die Weizenfarm. Muss ich mal schauen. Ja, voll automatisch hier, ne? Egal, nicht mal das habe ich geschafft im Projekt. Obwohl, vielleicht kriege ich es gleich noch hin. Aber ja, heute wird eben die Folge auch nicht so lang werden, damit, weil ich eben wirklich nicht die Zeit habe, jetzt irgendwie noch 10 Minuten oder so aufzunehmen. Ja, tut mir leid, da muss ich ein bisschen kürzen. Aber immerhin besser als gar keine Folge. Und ich habe eh nicht so viel zu zeigen und zu machen jetzt. Also, keine Ahnung, da bringt eine 10 Minuten Folge wahrscheinlich auch nicht so viel. So. Also es wären wahrscheinlich nur 7 oder so. Mal schauen. Okay, ich würde gerne noch ein paar. Ich hätte gerne noch ein paar Seeds. Also habe ich da noch welche? Ich guck schon die ganze Zeit. Nicht so richtig, ne? Gut, ich habe Karotten. Mit denen kann ich es probieren. Bauen mir habe ich auch. Und wieso liegen hier Dev-Infos? Von wann sind die bitte? Das kann doch so nicht sein. Hey Leute, die sind ja voll frisch noch. Von vor ein paar Tagen. Ich glaube, die letzte Folge oder so war damit. Die habe ich dann wohl einfach, ja, so geistesabwesend wie ich war, da reingeworfen. Und ja, ich hatte zwischendurch auch noch eine Folge aufgenommen. Aber die lade ich jetzt doch nicht hoch, weil ich mir so dachte, nee, also, die war halt irgendwie nicht so geil, die Folge. Ja, weil da habe ich auch quasi gar nichts gemacht. Also, das war irgendwie, habe ich mir lustiger vorgestellt, als es dann war, letztendlich. Und ja, was soll ich sagen? So, erstmal hier anpflanzen. Und dann kann man es ja mal testen, oder? Ich weiß nicht, hier mit Wasser. Ah, da habe ich auch nur einen befüllt, ey. Was ist das für eine Farm? Ganz ehrlich. Ey, was soll denn das? Na egal, ich mache jetzt nochmal ein paar Lucky Blöcke auf. Vielleicht, warte mal, ich setze mal einen hierher. Das sieht das so gefährlich aus, da kann ich das als Thumbnail machen. Vielleicht hier hin. Ja, irgendwie so. Warum sehen die überhaupt so aus? Ist mir neulich schon aufgefallen. Ist übrigens merkwürdig. Ja, keine Ahnung. Das verstehe ich alles nicht, ey. Dieses Projekt einfach nur, ja. Das ist mittlerweile so komisch geworden.
Ja, aber bald startet ja die nächste Staffel. Ich bin mal gespannt, wie es wird, um ehrlich zu sein, aber irgendwie denke ich auch, dass es mir dann schon wieder zu viel Stress wird. Ich denke mal, ich werde dann erstmal extrem inaktiv sein am Anfang. Ja, mal schauen. Und ja, ich mache den mal auf. Ist natürlich jetzt... lol, was war das? Eine Fake-Explosion. Ja, ich dachte schon hier. Ich gehe aber jetzt lieber mal da hinten auf die Insel. Das war jetzt nur fürs Thumbnail. Ja, bisschen Risiko hier. Und jetzt machen wir hier mal was auf. Die gute alte Lucky Block Insel oder besser gesagt Chance Cube. Those items yours need a little personality. Hä? Warum? Ich krieg gar nichts. Hä? Was sind das für Blöcke, Alter? Okay. Das macht Sinn schon mal. Also jetzt habe ich immerhin mal was bekommen, aber sonst kriege ich ja einfach nur gar nichts oder so. Also ja, ich weiß auch nicht, was damit los ist mit der Mod. Aber ja, das wäre es gewesen. Ich hoffe mal, es hat euch trotzdem gefallen, dass es jetzt nur so eine kurze Update-Folge war. Aber ja, es gibt halt hier echt nicht mehr viel zu tun. Das hier kommt mal weg, das Schild, ja. Denn das kränkt meine Ehre, würde ich sagen. Und ja, dann würde ich sagen, mache ich mal hier den Baum weg oder so, oder ich weiß nicht. Ja, gibt nichts mehr zu tun, ja. Ist einfach so. Minecraft Void ist tot. Irgendwie schon, ne? Aber auch schon länger, teilweise. Ich habe ja nochmal versucht, ein bisschen mehr aufzunehmen. Ich wollte ja auch noch mit Shadow das machen, aber es hat sich eben jetzt nicht mehr gelohnt in den letzten Tagen, denn ja, ihr seht ja, dass hier alles Richtung Ende zugeht, ja, seit ein paar Folgen. Ich glaube, in Folge 17 haben wir es schon angekündigt und in Folge 18 habe ich ja mit Rietze aufgenommen, da hat er schon gesagt, ja, es ist jetzt definitiv vorbei. Und da haben wir schon über Sky Factory 4 geredet, den Nachfolger dann und so. Also, ja, bin mal gespannt, ob das überhaupt klappt mit dem Server und allem. Weil Aternos hat das, glaube ich, noch nicht, das Modpack. Aber ja, mal sehen. Dann, ja, keine Ahnung, warum ich überhaupt noch Holz farme. Vielleicht kann ich es noch gebrauchen beim Event. Ja, es gibt auf jeden Fall ein cooles Event. Lasst euch überraschen. Ich will noch nicht zu viel verraten. Und ja, dann wär's das jetzt an der Stelle. Danke fürs Zusehen. Bis dahin. Und ja, tschüss.